herzlich willkommen an Tag 3 der Vivinum. Leider schon der letzte Tag, aber es gibt natürlich auch heute noch sehr, sehr viele tolle Highlights und super Veranstaltungen und natürlich einiges zu verkosten. Bevor wir aber auf das ein bisschen eingehen, möchte ich euch noch kurz dank unseres Videotagebuchs zeigen, was an Tag 2 passiert ist. Der österreichische Wein steht auf der Vivinum natürlich im Fokus. Was ist die spannendste Weinbauregion für dich persönlich und vielleicht warum? Die spannendste Weinbauregion ist unter anderem sicherlich die Thermenregion. Unsere Rebsorten Rotgipfler, Zierfandler, St. Laurent, das zum Entdecken, zum Schauen, wo geht die Reise hin. Die Welt des Weines sucht Herkunft, die Welt des Weines oder Sommelerie sucht Rebsorten, was autochthon sind. Und das ist eigentlich einer unserer Schätze, was wir leider alle nicht im Radar haben. Unbedingt hinschauen, Thermenregion. Du bist eine der ausgewählten 13 JungwinzerInnen, die bei dem Mentoring-Programm mitmachen. Wie war das? Oder kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Das war ein total cooles Projekt für mich auch. Das gibt es jetzt seit 2 Jahren, das Mentoring-Programm, im Rahmen der Vivinum. Dafür werden 13 JungwinzerInnen ausgewählt aus ganz Österreich. Wir sind ja kunterbunt zusammengewürfelt worden und man hat sich auch bewerben müssen dafür. Ja, im Endeffekt wurde ich als eine von 3 Winzerinnen, wie du schon gesagt hast, eben ausgewählt. Und jeder bekommt dann einen Mentor zur Verfügung gestellt oder zur Seite gestellt, für ungefähr jetzt ein halbes Jahr. Das hat im September begonnen und ja, ging jetzt so schrittweise weiter. Und es war total spannend, wir hatten einen wunderbaren Austausch. Ich hatte das Glück, dass ich Willi Klinger als Mentor hatte, was natürlich eine große Ehre ist, weil er ja bekanntlich sehr viel Erfahrung hat. Und ich glaube, ja, da hat einfach jeder Mentee für sich herausfinden müssen, über was man am besten reden kann, wie man sich weiterentwickeln kann, was so die Zukunftspläne sind. Und das hat man jetzt einfach gemeinsam bearbeitet. Du bist ein Mentor gewesen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du da mitmachst? Und was nimmst du persönlich mit aus dem Programm? Man hat mich wahrscheinlich gefragt, weil ich in meinem langen Berufsleben so ziemlich alle Stationen mitgemacht habe, die man beim Wein machen kann, außer dass ich Winzer gewesen wäre. Das bin ich natürlich nicht. Und ich habe mir da gedacht, so am Ende einer Karriere, die noch ganz nicht am Ende ist, aber man muss am Ende auch was zurückgeben. Weil ich habe so viel bekommen von Leuten, die mir geholfen haben und nicht immer was verlangt haben. Da habe ich gesagt, man muss den jungen Leuten als jemand, der internationale Erfahrung hat, auch zur Seite stehen. Und das war dann doch auch eine gewisse Verpflichtung, dass man das dann wirklich ernst nimmt. Ja, und an Tag 3 gibt es natürlich auch wieder sehr viel Verkostungsmöglichkeiten. Und wir haben heuer 2 Premieren, nämlich alkoholfreie Weine, ein großes Thema. Und hier gibt es in der Hofburg die einzigartige Möglichkeit und somit auch eigentlich die größte in ganz Österreich, diese verschiedenen alkoholfreien Weine zu verkosten. Und ein sehr schönes Thema, viele haben die Käse-Lounge sicher schon in der Hofburg gesehen, ein Pairing aus Käse und Wein, das nur hier stattfindet. Also wirklich eine tolle Veranstaltung, die ich mir nicht entgehen lassen werde.